Meine Damen und Herren, die heutige Folge meiner Vortragsreihe »Die Wüste lebt« führt uns in eines der letzten Reservate des einheimischen Urwalds, in die schwer zugänglichen Hügel von Papua-Inneroden. Hier lebt seit Jahrtausenden ein in seinen Sitten und Bräuchen höchst ungewöhnliches Zwergvolk, die Appen. Die Appen, selten auch Menschenappen genannt, leben in kleinen Gemeinschaften, sogenannten Fladen, auf dem ganzen Gebiet Papua-Innerodens, welches sie in ihrer eigenen Sprache Appenzell nennen. Sie sind Jäger und Sammler und vermehren sich als reine Männergesellschaft durch Parthenogenese oder, wie der Laie sagt, durch die hier gebräuchliche Form der Appenzellteilung. Jeweils im Frühling versammeln sich die männlichen Appen zum jährlichen Stimmrechtsbeschneidungsritual. Dies ist der große Tag im Jahr der Appen. Jeder volljährige Appe, der für die Stimmrechtsbeschneidung ist, erhebt seine Rechte. Derjenige des Stammes, der die Anzahl der Appen zählt, ist der Appenzeller. Aus dieser Tätigkeit bildete sich schließlich die Bezeichnung für das Gebiet, für seine Einwohner sowie für den ungenießbaren Käse, den die Appenzeller eigentümlicherweise mitsamt dem Teller zu verspeisen pflegen. Die Appen sind berühmt für ihren unübertroffenen Witz, ihren unbändigen Traditionswillen sowie ihren ungenießbaren Kräuterschnaps, den sie von Kindsbeinen an trinken, damit sie klein, stur und trotzig bleiben. Obwohl das ebenso putzige wie stolze Völkchen keine natürlichen Feinde kennt, außer zugezogenen Frauen, ist seine Lebensgrundlage je länger je mehr bedroht. Dies liegt vor allem daran, dass sein Hauptnahrungsmittel, der gefüllte Biber, bereits heute in den einheimischen Wäldern nur noch selten anzutreffen ist. So gibt es Ethnologen, die befürchten, dass die diesjährige Stimmrechtsbeschneidung die letzte ihrer Art gewesen sein könnte. Beschneiden und beschnitten werden. Das ewige Gesetz des Urwalds. Ich danke Ihnen.